Willkommen zurück auf Boxing Arts und heute mit einem aktuellen Thema, und zwar für all diejenigen, die Moslems sind. Wir befinden uns gerade in der Fastenzeit, dem sogenannten Ramadan. Und was ihr da unbedingt beachten müsst, damit ihr noch weiterhin leistungsfähig bleibt, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Hallo Leute, wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Und endlich mal wieder mit einem weiteren Video, und zwar heute mit dem aktuellen Thema Ramadan. Für all diejenigen unter euch, die noch nie was von Ramadan gehört haben, Ramadan ist der Monat, an dem gläubige Muslime fasten. Die Regel besagt, du darfst von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen und auch nichts trinken. Also nichts wirklich essen und auch nichts trinken, kein Schluck Wasser. Und natürlich ist es so, dass hier jetzt viele fragen, hey, okay, wie soll ich damit umgehen? Ich möchte gerne weiterhin trainieren. Aber da solltest du auf jeden Fall auf gewisse Dinge achten. Fangen wir also an mit Tipp Nummer 1. Kommen wir also zu Tipp Nummer 1, und das ist auf jeden Fall genug Wasser trinken. Wie ich hier eben am Anfang erwähnt habe, man darf nichts essen und auch nichts trinken. Und trinken, der Körper besteht, wie du ja weißt hoffentlich, zu 70-80% nur aus Wasser. Und deswegen solltest du unbedingt, während du essen und trinken darfst, auch ausreichend trinken. Am besten nimmst du hier stilles Wasser, damit kannst du nie etwas falsch machen, nicht irgendwelche Säfte oder was auch immer. Nimm einfach stilles Wasser, das ist das Beste, was du machen kannst. Und du solltest dann ungefähr 2,5 bis 3 Liter, vielleicht sogar auch bis 4 Liter, wie viel du auch schaffst, ungefähr trinken, damit du auch gut über den Tag versorgt bist mit Flüssigkeit. Ne? Kommen wir zu Tipp Nummer 2, und das ist viel Gemüse essen. Und ja, ich weiß, das sagt jeder, Gemüse ist Gemüse ist Gemüse. Aber das sagen die Leute auch nicht umsonst, denn Gemüse ist wirklich so unterschätzt, aber es ist so krass wichtig für uns. Denn Gemüse enthält sehr viele Vitamine sowie Mikronährstoffe, die unser Körper unbedingt braucht. Und über den Tag, gerade wenn du nicht so viel gegessen hast, solltest du dir diese Nährstoffe unbedingt zuführen, okay? Und noch dazu hast du auch den Effekt, dass Gemüse dich auch länger satt hält, weil es sehr ballaststoffreich ist. Deswegen solltest du auf diese Nahrungsmittel sehr, sehr viel Wert legen und dich nicht irgendwie vollknallen mit, weil du jetzt gerade die Hungerattacke überhaupt hast, weil du den ganzen Tag nichts gegessen hast, mit Schokolade oder so vollbomben, sondern du solltest eher anfangen mit dem richtigen Zeug, sage ich mal, mit Gemüse. Dann kannst du noch on top irgendwie dir einen kleinen Nachtisch-Snack gönnen oder sowas, falls du es überhaupt machen möchtest. Falls nicht, ist auch umso besser natürlich, ne? Aber darauf solltest du unbedingt achten, Gemüse ordentlich viel reinhauen. Kommen wir zu Tipp Nummer 3, und das sind naturbelassene Lebensmittel. Naturbelassene Lebensmittel sind Dinge, die nicht verarbeitet sind oder so gut wie nicht verarbeitet sind. Und darauf solltest du unbedingt Wert legen. Wie zum Beispiel, wie ich eben gesagt habe, Gemüse. Das ist nicht verarbeitet, das kommt von Natur aus direkt. Obst ist genauso gut, okay? Und dann solltest du auch sowas wie zum Beispiel Hirse oder aber auch zum Beispiel Vollkornreis und so. Diese Dinge solltest du unbedingt essen, vor allem, weil du auch die Energie benötigst, okay, über den Tag, weil du dir so viel, also so lange nichts isst über einen längeren Zeitraum. Deswegen solltest du auch gucken, dass du wirklich diese langkettigen Kohlenhydrate auch zu dir nimmst, damit du über den langen Zeitraum auch über Energie verfügst, okay? Das ist ganz wichtig. Guck, dass du wirklich die naturbelassenen Dinge isst, damit dich das auch wirklich lange satt hält und damit du auch länger Energie hast. Kommen wir zu Tipp Nummer 4, und das sind keine extremen Trainingseinheiten. Und das kann ich dir aus Erfahrung sagen, und zwar war es dann bei mir so, dass wenn ich dann zu heftig übertrieben habe mit dem Training, dass ich dann das Gefühl hatte, oh, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr. Weil das war so, ich hatte keine Energie mehr, ich hatte keine Flüssigkeit mehr, du kannst ja auch nicht mal mehr was trinken. Und du hast auch extrem Kopfschmerzen gehabt. Ne? Und deswegen solltest du unbedingt darauf achten, dass du es nicht übertreibst mit dem Training, wie zum Beispiel kein Sparring unbedingt machen, kann ich nicht empfehlen, auf gar keinen Fall. Weil du bist schon echt am Limit so, und dann musst du nochmal auf die Dinge achten, weil deine Konzentration ist dann auch eingeschränkt, weil du dich nicht so gut konzentrieren kannst, weil du keine Energie hast, keine Flüssigkeit, du hast Kopfschmerzen. Das solltest du auf jeden Fall unterbinden. Dann solltest du zum Beispiel solche extremen HIIT-Trainings auch unbedingt vermeiden, weil das auch an die Substanz geht irgendwann. Okay, also keine heftigen Intervallsprints oder sowas. Mach einfach nur Folgendes, locker dich über die Fastenzeit, okay, dass du diesen Monat, natürlich sollst du dich bewegen, bleib in Bewegung, guck, dass du viel deine Technik trainierst, Schattenboxen, ein bisschen vorm Spiegel gucken, wie kannst du dich verbessern darin noch, oder mach einen lockeren Jog, oder guck, dass du locker Fahrrad fahren gehst, geh spazieren, die Dinge kannst du tun, mach ein bisschen, meinetwegen Eigenkörpergewichtsübungen, ein paar Kniebeugen, Ausfallschritte, aber nichts, was dich extrem belastet und dass du dann komplett zugrunde gehst damit, okay, darauf solltest du unbedingt achten. Kommen wir zum fünften und letzten Tipp, und das ist die Planung. Und die Planung ist zum Beispiel ein Punkt, den extrem viele falsch machen. Okay, die gehen zum Beispiel so, du hast den ganzen Tag nichts gegessen, es ist abends, okay, ich darf jetzt was essen. Die hauen sich voll mit Essen, komplett, fressen sich komplett voll, und dann gehen sie sofort zum Training.
Dreimal darfst du raten, was passiert. Du wirst dich extrem schlecht fühlen beim Training. Warum? Weil du voll bist, weil dein Körper erstmal damit beschäftigt ist, dein Essen zu verdauen und so weiter, sodass du dann gar kein gutes Gefühl hast beim Training und das wird einfach nur keinen Spaß bringen. Okay? Deswegen solltest du unbedingt gucken, dass du das richtig planst, das Ganze. Guck, dass du nicht übertreibst, ganz einfach. Also nur weil das jetzt Fastenzeit ist, nur weil du den ganzen Tag mal nichts gegessen hast und getrunken hast, heißt das nicht, dass du jetzt am nächsten Tag stirbst und deswegen die ganze Welt essen musst. Okay? Deswegen solltest du gucken, dass du dich immer noch normal verhältst, immer noch normal essen, immer noch normal schlafen, aber so, dass du nur auf die wichtigen Dinge achtest, wie zum Beispiel Vitamine, Gemüse und so weiter, langkettige Kohlenhydrate, damit du über einen längeren Zeitraum Energie hast. Das sind die Dinge, worauf du achten musst. On top kannst du dir auch was gönnen, wie zum Beispiel einen Snack, einen Schokoladenriegel, was auch immer, wenn du es unbedingt haben willst, okay? Aber guck, dass du die richtigen Dinge zu dir nimmst, damit du auch wirklich das Ganze richtig angehst und das Ganze auch Spaß macht beim Training. Guck, dass du auch deinen Schlaf ordentlich hast immer noch, ne, dass du immer noch gut schläfst, 6 bis 8 Stunden, dass du das Ganze so ein bisschen planst, dass du weißt, wann du zu essen hast und wann du zu schlafen hast. Ja Leute, das soll es auch gewesen sein. Das sind meine 5 Tipps, auf die ihr unbedingt achten solltet während der Fastenzeit. Und was mich jetzt unbedingt interessiert ist, schreibt mal unten in die Kommentare, was eure Erfahrungen so noch sind. Was macht ihr noch anders, zum Beispiel was ich nicht erwähnt habe, das würde mich mal wirklich interessieren. Hau das mal unten in die Kommentare rein. Ansonsten wie immer, falls dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch dafür, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du auch keine weiteren Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.